Ja, und damit herzlich willkommen beim Kartenchaos, diese Woche genannt Kartenkolosseum. Und ich würde sagen, das klingt wie Arena. Ja, also 0 Siege, lala, da gibt es eine Packung. Bei 12 Siegen gibt es den größten Schatz. Und bei 3 Niederlagen endet die Runde. Das habe ich verstanden. Kostet normalerweise etwas. Aber es geht aufs Haus. Er stellt diesmal ein Standarddeck, kämpft um verlockende Preise. Also Kartenchaos. Immer noch. Öffnen. Deck erstellen. Und dann machen wir ein langes Video. Schön ist es. Was spielen wir? Was spielen wir? Druide. Ach so, und ich soll jetzt ein ganz freies Deck erstellen, oder was? Warum kann ich denn nicht dann einfach eins von meinen Decks nehmen? Ja, das ist ja schön. Dann erstelle ich jetzt mal ein Deck und wenn ich das erstellt habe, dann bin ich wieder bei euch. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder zurück. Mein Deck ist fertig und dann schauen wir mal. Ich kann mein Deck nicht bearbeiten. Ja, ich arbeite mit dem Deck. Das funktioniert hoffentlich. Mal sehen. Die Schwächen. Ja, weiß ich auch nicht. Die muss ich dann ertragen halt einfach, ne? Zwei Spiele machen wir, wenn die gut laufen, vielleicht ein drittes, wenn es schnell geht. Das Deck ist nicht auf Geschwindigkeit gebaut. Mal sehen, wie das mit der Zeit hinhaut. Sonst gibt es relativ bald noch eine Folge hinterher. Erst mal schauen, was der Paladin darauf hat. Jokos. So, die will ich noch nicht. In Runde 5 wäre das schon frech. Die will ich auf keinen Fall. Die eigentlich auch nicht. Aber dann gucken wir mal, wo es hinführt. Ja, der ist beliebt. Aber ich gehe trotzdem vorwärts. Sonst geht's ja nicht. Ich spiele mal was. Zwei Rekruten, okay. Ja, bisschen Rüstung aufbauen. Und der Prankenhieb kommt mir mit Sicherheit zurecht hier in dem Moment. Ja. Dann machen wir ein Board Clear. Einfach nur, weil es geht. Das Licht beschützt mich. Und noch Rekruten und Rekruten. Das machen wir dann noch mal. Nochmal Rüstung aufbauen? Warum nicht? Eben. Machen wir Gottesschild noch weg. Und ziehen noch eine Karte nach.
Und dann müsste ich ja langsam mal anfangen, ins Spiel zu kommen. Eine Karte bräuchte ich noch für die Combo. Mal sehen, ob wir die durchkriegen. So jedenfalls noch nicht. So, noch ein bisschen vorbereitend arbeiten. Aber es fehlt ja auch, wie gesagt, noch eine Karte. Das Licht beschützt mich. Melde mich zum Dienst. Uiuiui. Da geht er ran. Okay, mutiert alle Diener ist natürlich auch nicht schlecht, aber noch eine Runde zu früh. Also schmeißen wir noch mal einen Spotter dazwischen, entfernen noch mal ein Gottesschild und gucken noch mal eine Runde, wann wir denn rankommen. Nicht schlecht die Kombo und ich kann nichts machen. Ne, ich kann nichts machen dagegen. Ich kann es mal mit mutierten Dienern versuchen. Wird mich aber nicht mehr retten. Genau. Ja, und da haben wir das erste Spiel auch schon vergeigt. Schönes Deck hat er gebaut. Eins können wir aber noch. Los geht's, ab ins Spiel. Gegner ist auch sofort gefunden. Mein Sieg muss ich noch machen. Was haben wir denn da? Eine Combo auf der Hand, aber ich komme langsam ins Spiel. Ich behalte die Combo trotzdem auf der Hand. Starte mal Top Deck die ersten drei Runden. Jawohl, da bleibt es auch erstmal bei. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Ja, ich ziehe eine Karte. Irrwische ohne Ende. Auch eine interessante Art, das zu starten. Meine Augen sind offen.
Probieren wir es mal aus. Mal sehen, ob er was dagegen hat. Nicht so richtig, würde ich sagen. Jetzt schon mutieren. Machen wir mal ein bisschen Druck. Eins, zwei, drei gehen. Und ich bleibe bei einem vollen Feld. Das ist doch schön. Zwei und dann haben wir alles voll Pflanzlinge statt irdische. Das ist ihm jetzt bestimmt bedrohlich. Weiß er ja nicht, dass ich nichts auf der Hand habe, um das zu ändern. Ja, vielleicht doch. Ich könnte den einfach wegzaubern. Ich könnte den einfach wegzaubern. Nur noch 3. 4. 5. Und besorg mir mal noch einen Diener. Ein Tiger, okay. Ja, ich bin ja schon dabei. Alle müssen noch angreifen. Okay, jetzt kommen schon die Kombos, weil er keine andere Wahl hat. Und ich habe 7. Ich würde also sagen, eins, zwei muss ich loswerden? Nein. Vier. Ein Spotter, ein bisschen Rüstung. Und vorwärts knabbern. Oh ja. Der dunkle Pfad ist mein Schicksal. Doppelt, oh ja. Dann würde ich sagen, den nehmen wir erstmal ganz viel Schaden drauf. Damit er nicht noch weiterkommt. Eine Heilung kann ich nicht verhindern. Diener kann ich abräumen. Ich kann auch einen Spotter spielen.
So sieht das doch schon nicht schlecht aus. So, 8. 8. Jetzt kommen wir zum 10-10er mit Sport- und Lebensentzug. Der ist schon mal nicht schlecht, angsteinflößend, regelrecht. Ein Schleim mit Spott, ja. Die Heilung natürlich, und er kann einen Diener einfach übernehmen. Ne? Probieren wir das mal. So. Mal sehen, was jetzt kommt. Ja, genau, er übernimmt den Spotter. Nein, er vernichtet ihn nur Schweinart. Nichts wäre schlimmer, als er vernichtet den Spotter. So, Karte ziehen und Rüstung aufbauen. Nein, drücken, weiter drücken. Ich mach Kleinholz auf. Und noch eine Runde zögern. Oh ja. Oh ja, er hat noch Karten zum Spielen, das finde ich gut. Das sehe ich gerne. Ziehen wir erstmal eine Karte. Oh, das machen wir gleich nochmal. Und holen noch einen Diener herbei. Der muss weg. Der muss weg. Und jetzt möchte ich gerne den Xlet noch haben. Ich möchte die Verzweiflung beim Gegner noch sehen. Nächste Runde am besten. Aber das ist es nicht. 1, 2, 3, 4. Aber das ist auch nicht schlecht. Da ist er, der X-Lin. Eure Seele gehört. Na gut. Also da haben wir auch den X-Lin noch. Nächste Runde. Und dann verdoppeln wir Spotter, würde ich erstmal sagen. Meine Hand quillt über. Ja, meine Hand quillt über. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wir können ja eine Menge Spotter ranholen. Da kriegt er ein paar Lebenspunkte. Ich kann es nicht ändern. Überhaupt nicht. Ja, der Diener mit Spott muss zuerst. Ja, eigentlich, die Reihenfolge ist hier eigentlich egal. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr.
Er stellt fleißig sein Leben wieder her. Stellt bei allen Dienern sein Leben wieder her. Das ist ein Fest. Tja, und was machen wir denn noch? Stellen wir 8 Leben wieder her. Und ich habe zu viele Diener, dann mutiere ich sie halt. Und zwar mache ich sie alle giftig. Und dann ziehe ich noch eine Karte, weil es so schön ist. Jawohl, das auch noch. Das ist schon nur noch rauszögern des Sieges. Aber das gefällt mir. Ich habe fast keine Karten mehr. So sieht's aus halt leider, ne? Aber ich kann ja noch mal Leben wiederherstellen, weil es so schön ist. und was mache ich dann noch? Die erste gespielte Karte kostet 0. Würde ich jetzt doppelt kriegen, aber leider. Eine Karte habe ich noch im Deck. Eher noch 10. Ja, ich hab dich besiegt schon seit Runden. Schön, okay, alles klar. Also es funktioniert auch manchmal das Deck, aber manchmal der Paladin, der war schon echt nicht schlecht. Vielleicht direkt als Idee, was man so bauen kann. Ist ja bekannt. Ja, soviel zum Kartenchaos. Ich denke, die anderen Spiele an einer anderen Stelle, weil das hat jetzt hier genug Länge. Und wünsche euch erstmal viel Spaß. Bis dann. Bis Peter. Ciao.